Hallo Leute, willkommen bei einer weiteren Folge Humankinds. Wir sind jetzt in den Kelten expandiert. Also expandiert, uns weiterentwickelt. Und dann müssen wir jetzt mal schauen. Ich muss mich selbst noch mal kurz zurechtfinden. Ich hatte jetzt ein paar Tage Pause gemacht mit dem Spiel. Aber erstmal haben wir jetzt hier wundersame Tiere. Ja, Katzen oder Frettchen für die Beseitigung der Mäuse. Dann nehmen wir natürlich die Frettchen, die modernere Art. Und genau, haben wir es jetzt eigentlich erforscht? Noch nicht. Nein, bleibt hier oben stehen. Bleibt stationiert hier, bis wir darüber fahren können. Das waren unsere Technologien. Genau, noch 3 Züge, dann können wir darüber schippen. Und damit können wir schon wieder diese Runde beenden, denke ich. Die Bevölkerung hat abgenommen in der Stadt hier unten. Wie hoch ist hier eigentlich die Zufriedenheit? Geht ein bisschen nach unten. Ja gut, das braucht noch 4 Runden. Danach werden die Brunnen gebaut, die dann wahrscheinlich 15 Stabilität bringen. Zur Not können wir auch nochmal eine Garnison bauen. Oder was sich sonst so anbietet. Auf jeden Fall muss auch hier die Stabilität erstmal wieder hoch. Und wie sieht das hier oben aus? Hier oben sieht es ganz gut aus, geht aber auch auf 71 runter. Ich glaube, das ist, weil wir die Bevölkerung gewechselt haben. Und hier haben wir auch genügend Sachen, die sowieso noch erforscht werden. Gut, damit beenden wir auch direkt die Runde einfach wieder. Und wieder eine Bevölkerung zugenommen. Wunderbar. Und jetzt können wir, wenn ich es richtig gesehen habe, unsere Truppen hier rüber verschiffen. Geht das? Jawohl, da schippern sein. Fahren auch schon die halbe Strecke. Und gehen gleich dort an Land. Wunderbar. Professionelle Kriegsführung. Philosophie. Stehendes Heer. Eisenverarbeitung wäre natürlich nicht schlecht, denke ich. Was kriegen wir sonst? Stadtwache. Würde die Garnison nochmal verbessern. Und ein Schwertkämpfer. Früher oder später werden wir zwar im Kampf sein, aber Nutzung von Verstärkung, Rambock und Kaserne. Auch das erforschen wir, dauert ja eigentlich nur 4 Runden. Sollte damit ziemlich zügig funktionieren. So, viel interessanter ist es, ob es hier oben irgendwelches gibt. Nein, gibt nicht. Können wir so beanspruchen. Wunderbar. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwas zu tun? Im Moment nicht. Dann gehen wir auch direkt weiter. So, dann geht man hier ein bisschen erkunden. Wo wir hier vernünftig einen 4 und 11. Oh, gibt besseres. Ach ja, und wir haben hier 1000 Verordnungen, die wir, glaube ich, noch machen können. Zumindest noch ein paar. Ich glaube, kostet immer wird auch immer teurer. Einen auf Industriekosten oder auf Kampfkraft. Ich glaube, wir gehen auf Kampfkraft. Lieber ein bisschen Klasse als Masse. Okay. Die anderen haben wir alle schon erledigt. Tatsächlich. Ich hätte gedacht, da hätten wir noch mehr Sachen offen gehabt. Damit sind wir aber auch schon wieder am Ende dieser Runde. Gewählte Kultur. Wunderbar. Und das ist auch wunderbar. Ja, ist wieder um 1 gefallen. Und das hat sich auch erledigt. Gut. So. Bewegt euch weiter. Oh, es gibt mal wieder was zu erkunden. Und da haben wir die nächste Grenze von irgendwas. Damit haben wir jetzt professionelle Kriegsführung freigeschaltet. Und wir bauen jetzt hier irgendwo. Da geht nicht. Bei hier 4 und 8, 2 und 9, 4 und 11. Ja, 4 und 11 ist das Beste, glaube ich. Bauen wir dort einen Außenposten. Und dann haben wir hier den ersten Kontakt. Da bin ich mal gespannt, ob die freundlich sind oder ob wir gleich hier im Krieg sind. Wir nehmen wir das Stehende her.
Ich denke, wir werden gleich ein bisschen Krieg führen müssen. Okay, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Runde. Und Bevölkerung hat sich wieder um 1 erhöht. Ist immer das gleiche hier. Gesellschaft. Es befinden sich neue Gebiete im Einflussbereich eures Reiches. Ja, wunderbar. Angespannt 0. Also ein bisschen. Und auch hier tut sich im Moment nichts, wenn ich es richtig sehe. Ah, eins doch noch, dann sind da die Brunnen zumindest fertig. Und wir bekommen dann ein wenig. Oh, es geht auch steil bergab. Ich weiß gar nicht warum. Weil wir angespannt sind. Also, ich weiß nicht. Ach ja, Stonehenge müssten wir noch bauen. Da kriegen wir viel Stabilität durch. 40 sogar. Das sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Runde beginnen. Ach ja, die bauen natürlich erst den Posten. So, jetzt geht's auf 61 wieder hoch. Wir bauen trotzdem in Stonehenge. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Gibt's eigentlich. Also, was fehlt das überhaupt? 10 Nahrung pro Staaten mit gleicher Religion. Glaube, Nahrung auf der Hauptstadt von Reich. Ja. Und Ruhe. Okay. Wir bauen eins Stonehenge. Wo können wir es am besten hinbauen? Hier so eine Art unfruchtbares Land. Irgendwas. Wobei, eigentlich. Sollte eben auch Nahrung oder sowas produzieren. Ich glaube, wir bauen es einfach mal hier hinten irgendwo hin, oder? Hier unten? Ich kann mich nicht entscheiden. In diesem Gebiet nicht möglich. Achso. Muss schon so eine Art Kerngebiet sein. Könnten wir theoretisch hier oben hin bauen. Aber ich glaube, hier oben sieht gut aus. Wir bauen es einfach mal nach da. Dauert 18 Runden. Das ist eine riesige Wirtschaftsleistung, die wir dafür brauchen. Aber, ach nee, dann haben wir hier oben unsere Einheiten. Jawohl, das Gebiet wird beansprucht und ausgebaut. Und wir laufen mal hier rüber, erkunden mit den Einheiten und schauen mal, ob wir hier hinten vielleicht noch weiter ziehen können. Und uns noch mehr erweitern können. Oder ob zumindest es irgendwelche Sachen gibt, die wir hier einsammeln können. Wenn ich das richtig sehe. Ja genau, hier haben wir irgendwas. Was ist es denn überhaupt, dass es sowas gibt? Küstengewässer, Korallenriff. Ah, Wissenschaft und Wissen bringt es. Schon interessant für irgendeine Art Hafen. Oh, da haben wir schon die nächste Grenze. Und das nächste Gebiet dann. Also das heißt, hier sind dann schon mal die nächsten Spieler. Wurde eigentlich auch Zeit, dass wir welche finden. Ich glaube, ich laufe mit meinen Einheiten mal hier rüber. Vielleicht können wir das noch beanspruchen, ohne großartig Krieg zu führen. Oder überhaupt irgendeinen Konflikt zu beschwören. Zwei Spieler haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal gefunden. Also Spieler. Zwei Völker, sagen wir mal. Und da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Und wir müssen auch unsere Forschung, glaube ich, ein bisschen vorankriegen. Könnte sein, dass wir da ein bisschen hinterher hinken. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Wobei hier, die sind schon ziemlich voll mit Forschern, viele Bauern. Also die Hauptstadt hat schon ganz gut an Bevölkerung. Die andere Stadt hier oben hält sich noch ein bisschen Grenzen, aber auch das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. So, das ist hier mit dieser Garnison. Das heißt, die Stadt ist Konos, aber es ist das gleiche Gebiet und dementsprechend auch angezeigt. Okay. Ja, die Einheiten haben wir wieder hier rüber geschickt. Ich bin mal gespannt, was für unbekannte Ressourcen hier gibt. Nächste Runde haben wir hier genau unseren Außenposten fertig. Können wir auch direkt angliedern. Ja, ich glaube, machen wir auch. Dankeschön. Hier die. Oh, geht runter auf 46. Das heißt, dann sollten wir hier auch mal schleunigst etwas bauen. Ja, erstmal natürlich die Mine. Die schieben wir jetzt voraus. Und als nächstes sollten wir da mal hier die öffentlichen Brunnen bauen. An Position 2. Gut. Ich hoffe, es geht gut.
So, was haben wir denn hier? Ein grausames Opfer. Ja, prachtvoll neuem Wunder. Tja, ja. Urspriester der Stadt vor Ort, 100 zufällig ausgewählte Personen in der Nähe des Fundaments des Baus lebendig zu begraben, um Glück zu erlangen und die Götter zu besänftigen. Ha, gutheißen, fanatisch. Unterbinden die Bürger von Mitteln werden sehr erleichtert sein, dass hier eingreift. Auch Opfern auf. Okay. Austauschen. Seeeinheiten, Landeinheiten. Nee. Wir unterbinden es. Zu religiösen Selbstworten halten wir ja wahrscheinlich nicht so viel. Und unterbinden es erstmal. Ich hoffe, dass unsere Stabilität nicht zu sehr hier abfällt. Es könnte nämlich dann Probleme geben, wo ich nicht unbedingt darauf Lust habe. Und wir müssen echt zusehen, dass wir Forschungsviertel, wir müssen dann auch bald bauen, Forschung vorantreiben. Eisen, das heißt, wir können wahrscheinlich jetzt auch Eisenminen bauen. Das ist natürlich einmal in Kronos drin, haben wir hier unten auch nochmal irgendwo Eisen. Wird, achso, ich bin auch zu weit weg, glaube ich, ja. Ne, strategische Ressourcen werden angezeigt. Alle werden angezeigt. Genau, hier hinten wir nochmal Eisen. Und das gehört beides zu. Oder gehört das noch nirgendwo zu? Das ist noch gar nicht angegliedert vor, glaube ich. Doch. Oh, ich mich falsch, ich falsches sage. Genau, Stonehagen wird gebaut und dann brauchen wir diese Eisenmine. Wo habe ich sie denn jetzt hingepackt? Da. Zack. Die bauen wir jetzt vorrangig. Da wir schon mal Eisen bekommen, dann können wir auch unsere Einheiten dementsprechend bauen. So, unsere Einheiten können wir rüberschicken, das ist sehr gut. Schaffen es auch jetzt. Schaffen sie immer noch nicht anzukommen. Ist das hier eine Möglichkeit? Oh, aufwerten können wir den? Nein, können wir nicht, weil wir Eisen brauchen. Ja, da haben wir natürlich gerade unser Gebiet verlassen. Beziehungsweise haben wir nicht beansprucht. Also, noch nicht ausgebaut, die Mine. Geht jetzt natürlich um einige Züge relativ schnell weiter. Erkundigen wir natürlich mal die Insel hier noch ein bisschen. Und können dann bald wahrscheinlich hier den nächsten Posten hinbauen. Gucken uns die Insel aber erstmal genau an. Aber beanspruchen möchte ich es auf jeden Fall. Bevölkerungsabnahme. Wunderbar. Ah, hier gibt es was zu erforschen. Da oben haben wir eine Art Weltwunder entdeckt. Ah, das Gebiet ist nicht so groß. Aber wir beanspruchen es trotzdem. Wir beanspruchen alles hier. Wir bauen es da ein. In die Waldregion. Warum auch nicht? Ich weiß gar nicht. Achso, jetzt hatte ich den versehentlich einzeln angeklickt. Oh mein Gott. War auch mal wieder ein kleiner Fail. Also, sprich, wir schicken den Kollegen nach hier. Und die können natürlich diesen Außenposten hier bauen. So. Haben wir den schon errichtet? Jawohl. Da oben gibt es auch was zu erkunden. Also. Devilishly clever. Sammeln wir es einmal ein. I would be more afraid of their wit and their words than of their troops. Eher vor was? Oh, die Griechen. Sollen gerissen sein. Okay. Wack, okay. Okay. Ja, schauen wir mal, was die Griechen so können und wollen. Greetings, Sovereign. Ich bin mal gespannt. Do you too believe that there is no limit? Ja, stellen wir uns mal vor. This is where I greet you. Krieg erklären, Überraschungsangriff. Oder Allianz. Handel. Unsere Ressourcen, die haben keine Ressourcen? Oh, das sind keine bekannt, okay. Zögerlich. Auch das. Tun wir uns doch mal ein bisschen die Ruhe an. Ich meine, hier haben wir das nächste Volk. Auch da könnten wir, oder müssen wir uns bei Gelegenheit mal drum kümmern. Können wir sie jetzt aufrüsten, die guten Kollegen hier? Ja, können wir. Wunderbar.
Achso, und die haben nichts zu tun. Lassen wir sie nach hier laufen. Lassen sie sich gleich mit der anderen Einheit vereinen. Was haben wir hier? Bürgerwehr, Militärlager und Steinmauern. Ja, ich bin mal gespannt, wann das Stone Hay gebaut wird. Wir haben... Ich weiß nicht, ob wir forschungsmäßig hinterher hinken. Könnte möglich sein. Ganz sicher bin ich mir nicht. Das Ausbau dieser Städte ist irgendwie auch schleichend. Naja. Beenden wir erstmal die Runde. Ah, die Zufriedenheit geht hier hoch. Achso, wir könnten auch die davon abhalten, das zu bauen und dafür mithelfen, das Stonehagen zu bauen, wenn ich das richtig sehe. Genau, es braucht noch 8 Runden. Was ist, wenn wir hier oben Stonehagen mit anklicken? Dann brauchst du 5 Runden. Ja, machen wir auch. Okay, nehmt ihr dieses Angebot an? Welches Angebot gibt es? Ich habe etwas hier. That should please us both. Okay, friedensbezogenes Abkommen. Die Griechen haben vorgeschlagen, die Beziehung zu euch zu verbessern. Okay, Hauptstadt bekannt geben, Garten teilen, neuer Handel vereinbaren. Umfassender Handel, okay. Nur Luxusgüter handeln. Ja, warum auch nicht? A good proposal. Okay, I accept it. Ah, die haben Gold und Perlen. Like moonlight on water. Erwärmen 490 Geld, aber was machen wir? Ressource verkauft. Die Griechen haben sich für Zugang zu Ressource Tee erkauft. Okay. Wir haben 450 bezahlt, die bezahlen haben wir 45. Seltsam, seltsam. Egal. Und Gold könnte man theoretisch auch erwerben. 5% mehr und Stabilität. Auch das, was erwerben. Grundpreis, das. Transformationsmodus, Preis. Egal. Auch das erwerben wir. Dass wir die ganzen Luxusgüter bekommen. So many interesting questions arise. Barter or currency? Exchange rates? Tolls and taxes to fill your coffers. Bis hier oben. Wir erweitern uns ja besser wie die. Und damit sollte unsere Zufriedenheit erstmal ein bisschen hochgehen. So. Die Einheiten können normalerweise wieder hier runter schippern erstmal. Und dann können wir mal schauen, ob wir hier drüben noch was erkunden können. Was sagen unsere Zufriedenheiten? Gehen hoch auf 73. Das ist natürlich durch diese Luxusgüter der Fall. So, nehmen wir noch 5 Runden. Gut, damit können wir die Runde beenden. Angliedern ist sowas von teuer geworden, das wird von Runde zu Runde immer teurer. Bevölkerungswachstum oder wieder abgefallen. Naja, auch hier im Moment haben wir, glaube ich, nicht so viel zu tun. Oder mir ist es einfach nicht bewusst, was wir tun könnten. Aber wir fahren trotzdem mit unserem Boot bei Gelegenheit hier runter. Ah, neue Verordnung. Natürlich, die Weisheit der anderen. Eure Händlerreise um die Welt, besuchen Märkte in entlegenen Gebieten und erziele mit euren teuren Ressourcen Gewinn. Deswegen bringen viele Händler von weit her ihre Waren und ihr Wissen in euer Land. Allerdings bringen sie auch ihre provokanten Gedanken mit. Wenn ihr Wissen dem eurer Ältesten gegenübersteht, stellt sich die Frage, wem man trauen sollte. Okay. Wissen pro Forscher auf der Stadt oder Außenposten. Wissen pro Anzahl an Handelsrouten auf der Stadt oder Außenposten. Interessant. Traditionell. Ich glaube, wir gehen sehr auf Handel. Deswegen nehmen wir Wissen pro Handelsroute. Ich hoffe, dass wir dadurch einen guten Vorteil erlangen. Und wie gesagt, wir brauchen Einheiten, die wir die Beigelegenheit mal hier rüber schicken. Ah, Maya begegnet. Da haben wir noch ein weiteres Volk. Oh, Altertum, sind die schon so weit? Wir sind hier immer noch bei 1 Stern. Wow. This is where I greet you,
impress upon you the wonder of my people and tell you my ambitions, no? Oh, die haben abgelehnt, unser Handelsabkommen. I have a proposal for you. Okay. Ja, gut. No, I cannot book. Die sind mein. Aber die sind schon echt weit. Wir müssen einmal hier bei den Griechen gucken. Die, oh, die haben auch nur also einen Stern. Okay, aber die Maya, die sind echt stark schon, glaube ich. Haha, das wird echt ein Problem. Naja, machen wir nix. Zumindest erstmal mal schauen, was die Karte noch zu bieten hat. Ob wir hier noch irgendwas mit unserer neuen Bootstour erkundigen können. Wie weit sind eigentlich unsere Einheiten? Die müssen wir nämlich mal hier auf diese Posten überall schicken, um zu sehen, was so möglich ist. Aber immer an Land gehen und wieder runtergehen, kostet halt eben direkt die Bewegungspunkte. Ah, einen weiteren Epochenstern, endlich. Aber es sind, wenn man nicht an die Maya denke, immer noch weit zurück. Eroberung. Während Spiele. Unterwerfen fremde Außenposten. Okay. Theater. Einfluss. Ja, das ist auch nicht schlecht. Bibliothek. Und Feiertag. Ich glaube, wir nehmen mal Redekunst. Was sagen unsere Städte eigentlich? Wie lange brauchen wir denn hier noch? Ein Zug, ja. Endlich fertig. Genau. Das Weltwunder vollbracht. Perfekt. Welt hat vollbracht. Danke schön. This strange monument called Stonehenge. Super. Most impressive, though the nagging questions remain of why and how. Ja, wenigstens das hat schon mal funktioniert soweit. So, hier oben haben wir noch den Außenposten. Ne, wir haben schon links angeschlossen. Das heißt, wir sollten bei Gelegenheit mal, ja, natürlich da die Mine bauen. Das sind hier oben. Oder hatten wir hier oben die Mine schon gebaut? Ich glaube, die haben wir schon gebaut. Okay. Wir packen es hier rüber. Das war erst die Oberflächenbewässerung fertigstellen und dann die Eisenmine. Und ein Forschungsfeld brauchen wir bald. Aber das können wir, glaube ich, hier unten bauen. Was haben wir denn hier? Nahrung ist noch ganz gut eigentlich. Industrie läuft eigentlich auch ganz gut. Geld und Einfluss, naja. Und Forschung. Aber so ein Forschungsviertel wäre vielleicht nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wo wird es anbieten? Hier hätten wir beide das mal plus 6. Da würde natürlich Nahrung drauf gehen. Und hier würde auch Nahrung drauf gehen. Ha, das ist natürlich so eine Sache. Nicht möglich, da sich in. Achso. Hier unten würde natürlich viel entstehen. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, das würde hochgehen auf 100% im Moment. Und wir brauchen auf jeden Fall Forschungspunkte. Ich glaube, wir bauen es auch einfach hier unten hin. Egal, auf die 5 Nahrung. Die hier runter gehen wir um 21. Sollte dennoch reichen. Alle Städte und Außenposten. Nee, wir wollen nichts befreien. Nicht beanspruchte Wolken tun. Ah, wunderbar. Koloss von Rhodos. Leuchtturm von Alexandria. Stonehagen haben wir schon beansprucht, aber hier können wir das nächste beanspruchen. Nehmen wir den Leuchtturm oder den Koloss. Ich glaube, können wir den beanspruchen. Ja, dann machen wir es auch. Ah, nicht abbrechen. Beanspruchen. So. Aber damit kommen wir auch jetzt zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Morgen geht's weiter. Macht's gut.